Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ranked-Kämpfen im Doppelkampfformat. Wir treten heute an mit diesem Team. Okay, Demeteros auf jeden Fall am Start. Das heißt, Milotic-Lead könnte eine Option sein. Der hat allerdings auch einiges, was gegen Milotic nicht so gut ist. Aber Milotic finde ich schon eigentlich ganz geil. Grundsätzlich. Wenn Gortrom Scarf ist, problematisch. Grasrutsche. Grasrutsche wird wehtun, ne? Grasrutsche wird echt wehtun. Aber dazu darf er nicht Dynamaxen. Ja, ich glaube, Milotic ist nicht broken gegen das Team, aber ganz nett. Cinderace finde ich, glaube ich, auch gut. Celesteela. Draco sollt eher. Draco sollt auch nicht mega krass, ne? Aber nehme ich, glaube ich. Und dann nehme ich den noch mit und den noch mit. Zauraum. Zauraum Despotar. Nee, ich glaube, die Vierer-Kombi nehme ich. Aber das könnte schwierig werden. Das sind so. Also, außer vor Elevoltec habe ich jetzt nicht so mega Angst. Aber auch da müssen wir aufpassen, weil der. Den Blitzfänger kann der, glaube ich, nicht haben. Starthilfe hat der, glaube ich, oder? Oder Voltabsorber? Oder hat der Blitzfänger? Ich weiß nicht. Blitzfänger zieht ja Elektroattacken an, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, Elektroattacken sind jetzt eh nicht so unsere Wahl der Stunde. Gut. Wir sehen die beiden Ganoven. Und das ist tatsächlich das Wasser, Wulaosu, right? Okay. Wasser, Wulaosu. Und der hat die Grassamen. Das erhöht die physische Verteidigung auch wieder. Eieiei. Ja. Unangenehm, der Lead. Der ist echt unangenehm. Der ist ziemlich unangenehm. Könnte Dynamaxen into deiner Frost, falls da jetzt so eine Grasrutsche kommt. Aber die könnte halt auch wehtun zu sehr. Glaube ich, gehen Cinderace. Dynamaxe hier. Und geh für eine deiner Düse. Auf den, ich habe keine Ahnung. Eigentlich Gortrom auch super gefährlich, ne? Oh, er geht sogar raus mit dem. Wenn jetzt Demeteros reinkommt, ne? Wäre maximal kritisch. Ne, er geht in den Jungen. Ja, ich hätte eher Gortrom gerade angreifen sollen. Das wäre deutlich besser gewesen. Weil wenn der jetzt einfach für Holzhammer oder Grasrutsche oder sowas geht, dann war es das halt mit Cinderace. Vielleicht Dynamax der sogar auch noch. Und Dankeschön, Hybrid. Kuss. Puh. Nee, das war weder ein guter Lead, noch ein guter erster Zug. Also wir holen uns halt den Speed, den wir brauchen. Wir chippen Elevoltec ein bisschen an. Aber wie gesagt, ist das jetzt nicht so das Mon, von dem ich Angst habe. Ich hätte hier auf Gortrom gehen müssen, glaube ich. Ja, Grasrutsche kommt. Killt wahrscheinlich. Nee, das macht gar nichts. What the fuck, das macht gar nichts. Okay. Ah ja, stimmt, der ist natürlich auch nicht Wahlband, ne? Dürfen wir nicht komplett vergessen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall das schnellste Mon auf dem Feld. Prio gibt's natürlich, das ist klar. Wir können auch, glaube ich, kein anderes Feld aufsetzen. Aber jetzt sind wir tatsächlich in der Position, Druck zu machen. Und das Grasfeld hilft uns natürlich sogar ein bisschen, was Recovery angeht. Goody. Ich würde sagen, wir machen dann einfach ganz straight einen Feuerball hier drauf. Sehe ich wenig Drawback. Was will er da reinschicken? Maximal Demeteros, aber der kriegt halt auch durch einen Feuerball ganz netten Schaden. Wulaosu kann natürlich reinkommen. Aber dann muss er mit Gortrom rausgehen. Das ist für mich auch fein. Und hier gehen wir für deinen Erdstoß. Und nehmen den Jungen raus. Es sei denn, der protected, switched. Er hat halt auch noch Dynamax, ne? Das ist das Problem. Okay, er geht raus. Geht er in Wulaosu? Ne, in Tapu Koko. Ja. Nehme ich. Grasfeld ist jetzt weg. Nehme ich grundsätzlich auch. Ich habe überlegt, ob ich für den Mülltreffer gehen soll. Der hätte halt den Instant weggebombt. Ist aber natürlich auch ungenauer. Der Dynamax tatsächlich mit Elevoltec. Okay. Da ist jetzt natürlich die Frage, überlebt der so einen Bodenmove überhaupt?
Also wahrscheinlich schon. Aber der ist auch schon angechippt. Wenn er überlebt, dann nicht gut. Dann sehr, sehr knapp. Sei denn, der hat eine Antibodenwehre oder sowas. So, Feuerball trifft auf jeden Fall. Den sehen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass wir den so richtig loskicken hier, oder? Sehr schön. Und deiner Erdstoß auf den Jungen. Das erhöht dann auch nochmal unsere Spätstef. Was gegen Coco wieder wichtig sein kann. Das nimmt den einfach raus. Ha! Es ist weird, oder? Meistens sieht so das Lead-Matchup und Turn 1 gar nicht so geil aus. Und plötzlich stehen wir da und denken uns so... Ja, was soll er machen? Was soll er machen? Also das Einzige, was jetzt ein bisschen unangenehm wäre, wäre Demeteros, weil er dann, weil wir den Bedroher nicht auf Milotic bekommen, weil der unsere beiden Angriffswerte droppt. Das wäre nicht so geil, aber ganz ehrlich, wir sind schneller als Coco, als Riki. Können den rausnehmen. Gegen Demeteros wird es natürlich ein bisschen ekliger, das ist klar. Aber es kommt Vularoso wieder rein. Ja. Okay. Das ist, denke ich, fein for me. So. Protect wird nichts bringen gegen Vularoso. Wir sind halt schneller, deswegen gehe ich hier nochmal für einen Feuerball. Und gehe halt hier für einen... Deiner Gewitter? Oder will er mich auf deiner Gewitter lotsen? Und Demeteros kommt rein. Wenn Demeteros reinkommt, ist aber auch nicht so schlimm. Dann sind wir halt minus 1. Aber wirklich viel verlieren wir dadurch eigentlich auch nicht. Wasserdüse. Ja, killt die? Maybe, ne? Ja, die killt. Okay. Das sollte aber in Ordnung sein. Der Dynamax immer noch nicht. Spannend. Oh, er ist schneller? Wait. Ist der Wahlschal? Ist der Wahlschal? Er muss Wahlschal sein, oder? Oh mein Gott, jetzt kriegen wir Milotic rein, oder? Ich gehe jetzt auf jeden Fall in Milotic. Yes, falls er Demeteros hat. Ich meine, klar, Riki wird ziemlich Aua machen, dies, das. Ah ne, Rillaboom hat er ja, natürlich, klar. Ja, das ist aber okay, weil wir damit eventuell Elektragon eigentlich die Zeit geben, die er braucht. Unsere Dynamax vorbei, ja. Naja, vielleicht doch nicht der beste Play gewesen, jetzt hier in Milotic reinzugehen, aber muss nicht schlimm sein. Weil wir jetzt tatsächlich eigentlich nochmal rausgehen können in Despotar. Wir kriegen dann den Speed Boost. Und können für die Pferdestärke gehen auf Riki. Dann ist nur noch Rillaboom da. Rillaboom ist tatsächlich nicht ungefährlich für uns, für unser Team. Aber sollte handelbar sein, hoffe ich. Der kann nicht alle gleichzeitig besiegen. Das ist das Schöne. Und durch den Sandsturm bin ich jetzt auf jeden Fall schneller als Riki, wo ich eben noch nicht schneller war. Es gibt ein bisschen Chip für die Gegnerseite. Also gleich zumindest das Grasfeld von Dings aus. Grasrutsche kommt. Wird auch nicht wenig Schaden machen. Gar keine Frage. Aber wir leben auf jeden Fall. Schwächenschutz triggert auch nochmal. Das heißt, er muss jetzt eigentlich in der nächsten Runde auch nochmal für Despotar gehen. Und wir kriegen mit Electragon, denke ich, genug Moves raus. So, Pferdestärke kommt. Das war's mit Coco. Hätten vielleicht eher für den Schockschnabel gehen sollen, bin ich ganz ehrlich. Weil Pferdestärke hätte missen können. Wissen wir ja spätestens seit dem Spieltag gegen Mo in der GPL. Okay. Ja. Welchen Schutz ist getriggert? Das bedeutet, ich würde sogar überlegen, ob ich jetzt hier für ein Protect gehe. Wäre das eine Option? Er ist auf jeden Fall nicht mehr plus 1 Verteidigung. Wahrscheinlich geht er jetzt mit Grasrutsche auf Despotar. Ich bin plus 1, plus 2. Aber ich glaube, ich riskiere nichts. Mit der Grasfeld-Recovery eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, dann sollte das passen. Und da, glaube ich, Stärke 80, 120, ist auch 120. Ist 85, doppelt so stark. Kann sogar sein, dass Schockschnabel stärker ist, oder? Wobei, nee, glaub nicht. Ja, war annehmbar, war klar, dass er auf Despotar geht, aber ich glaube, zwei Drachenklauen sollten im Normalfall reichen und den Lebenobschaden, den wir bekommen, gleichen wir mit dem Grasfeld wieder aus. Drachenklaue macht hier knapp keine 50%. Aber er muss auch Milotic erstmal umboxen mit einer Grasrutsche. Ich glaube, das wird auch nichts.
Wobei er für Milotic nicht unbedingt eine Grasrutsche braucht, aber hat er sich eben auch entschieden, das dagegen einzusetzen. Wenn er auf Holzhammer geht, kriegt er auch zu viel Knockback. Also ne, müsste eigentlich immer noch alles safe sein. Denke schon. Vor allem dadurch, dass wir einigermaßen offensiv sind, sollte das gehen, dass der Eisstrahl hier killt. Ich glaube, sein Play wäre jetzt auf jeden Fall gewesen. Wenn er für Pferdestärke geht auf Elektragon, dann bringt ihm das auch nichts. Weil er dann langsamer wiederum ist und dann stirbt er halt durch die Drachenklaue schon. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfect, perfect, perfect. Next win. Okay, wir spielen gegen Valkyria mit einem Olangar, mit einem Demeteros, mit einem Zapdos. Wir sehen Anego, wir sehen Vulaosu und wir sehen Rotom Wash. Ich finde tatsächlich Milotic wieder nice. Ich hoffe, dass dieses Mal vielleicht der Bedroher mal wieder triggert. Nicht so nice finde ich Milotic gegen Zapdos erst einmal offensichtlich. Und gegen Rotom. Gegen die wiederum wäre... Also gegen Zapdos wäre Despotar nice. Ich mag den Despotar Milotic-Lied nicht so. Gegen Rotom wäre wahrscheinlich sogar Dracozolt das beste Mon. Ja, auf jeden Fall keine andere Elektroschwäche. Dann schon etwas, was das durch Sandsturm ganz gut abfangen kann. Oder was ein bisschen Druck offensiv machen kann, wo wir wieder die Switch-Out-Möglichkeit in Despotar haben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir so ein bisschen was abgedeckt haben. Ist Celesteela hier meine Wahl? Demeteros kann da nicht viel machen, Olangar kann da nicht viel machen. Anego auch nicht unendlich viel. Müssen wir auf Meteorstrahl auf jeden Fall aufpassen. Ja, doch, sehe ich. Sehe ich, glaube ich, schon. Auch gegen zwei Elektro-Pokémon halte ich Kagurón immer noch für eine sehr gute Option. Ist übrigens das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich ein Kagurón spiele, ne? Und ich mag's. Also, offensives Kagurón. Defensiv ist natürlich, also für Doubles, glaube ich, auch nicht so gut. Aber offensiv macht er gut Work. Macht er echt gut Work. Gut. Dann let's go. Hoffentlich irgendwann. Okay. Black Screen war gerade sehr lang. Hat mir kurz Angst gemacht. Wir sind Grimmsnarl und Rotom. Nicht so cooler Lead. Tatsächlich. Nicht so cooler Lead. Denn der kann uns potenziell burnen. Das ist ein Lead, den ich echt nicht so gerne sehe. Den sehe ich nicht so gerne. Will ich auf Spiegelcape gehen, falls Rotom jetzt irgendwie so irgendwas macht. Aber der könnte halt auch burnen. Wait. Aber wenn der Reflektor kommt, bringt mir das auch nicht viel. Dachte ich jetzt so Tyranitar rein und mit dem einfach mit Schockschnabel auf Rotom reinballern. Keine Option. Ja, wir haben nicht so die Option, finde ich, dagegen. Glaube, ja. Wir gehen in Tyranitar und drücken einfach straight den Schockschnabel in Rotom. Und sparen uns Dynamax ausnahmsweise mal auf. Schockschnabel außerhalb der Dynamax stärker, wenn wir outspeeden. Ich weiß noch nicht, wie es berechnet wird. Muss ich schneller als Rotom sein oder muss ich generell das schnellste Mon sein? Eigentlich schneller als Rotom, oder? Weil der Reflektor kommt ja jetzt zuerst. Wenn der Reflektor kommt. Ah, er Dynamax Rotom sogar, oder was? Dynamax der Rotom? Ja. Okay, was will der machen? Der wird ja dann eigentlich nicht für Electragon gehen, right? Sondern für Despotar. Dann noch der Reflektor zusätzlich? Das wäre ungeil, ja. Ah, okay. Das ist tatsächlich nicht so cool. Aber jetzt kann der mich zumindest nicht mehr burnen. Wie viel macht der? Ah. Nicht so viel, wie er hofft. Kleiner Gewitter. Ja, das ist aber verkraftbar. Sehr verkraftbar, vor allem weil der Sandsturm noch bleibt. Das heißt, ich krieg nochmal einen Hit raus. So. Was macht Olangar? Oh, wenn der jetzt für... Ah ne, der ist für Reflektor gegangen. Genau. Da bekommt nochmal Sandsturm-Chip. Schwierig. Gehe ich jetzt wieder raus auf Milotic. Weil da kommt jetzt nicht nochmal eine Elektroattacke, glaube ich. Und wahrscheinlich Wasser. Ich könnte aber auch protecten. Wait. Ich hab eine Idee. Wir gehen hier für Protect. So. Gehen jetzt für die Dynamax. Gehen auf deiner Düse. Und damagen den hier, glaube ich, an. Weil deiner Düse wird auf Dynamax Rotom nicht sonderlich viel bringen mit Reflektor.
Er weg. What? Wahrscheinlich Demeteros jetzt? Ja, okay. Ah, sad. Hätte ich gerne Milotic drin gehabt, natürlich jetzt. Ganz, ganz klar. Ah, jetzt ist Dynamax nicht so cool, dass wir jetzt Dynamaxen. Aber er hat seins halt auch gewastet. Von daher ist das verkraftbar. Wir machen halt nicht super viel Schaden. Es sei denn, wir kriegen mal einen Crit. Ich glaube, wir haben noch nie gecrittet in diesem Leben. na gut. Ja. Aber der Speedboost ist immer noch gut. Den wir auf Electragon bekommen. Wir werden sehen, warum. Der Speedboost kann immer noch unfassbar gut sein. Denn wir gehen jetzt auf die Dynadüse. Und gehen jetzt plus 1. Und damit geht Despotar auch auf plus 1 Initiative. Was macht Dings jetzt erstmal? Ich hoffe, der greift Despotar an. Seelenbruch auf uns, okay. Spezialangriffsjob. Ist in Ordnung. Das Chip. Fühle ich nicht so. Aber ist in Ordnung. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an, was für ein Demeteros das ist. Denn wenn der defensiv ist, können wir den, glaube ich, auf plus 2 outspeeden. Ist schon tricky. Ist schon tricky. Man könnte es versuchen. Und den Eistrahl rausballern. Das ist der Play. Ich könnte natürlich auch ohne Probleme auf Celesteela gehen. Aber ich sag, Celesteela hat so oder so noch ein ganz gutes Matchup, glaube ich. Ist gegen Rotom vielleicht. Wir probieren es, wir probieren es. Und vielen, vielen Dank, Demi. Kuss. Und holen uns die zweite Dynadüse. Let's go. Und chippen den auch nochmal ein bisschen an, falls er einen Fokusgurt oder so hat. Er geht direkt wieder raus. Das ist aber mega strong für... okay. Also der Eistrahl bringt natürlich nichts von Despotar. Absolut gar nichts. Aber die Dynadüse, selbst wenn wir auf minus 1 sind mit Reflektor, ist das ein netter Chip. Den wir hier mitnehmen. Guti. Soweit, so gut. Was macht Ulangar? Vielleicht ein Seelenbruch gegen Despotar und den überleben wir knapp. Wobei dann die Wasserdüse kritisch wird schon. Dann wird schon die Wasserdüse kritisch. Okay. Eistrahl. Einfach mal einen Freeze mitnehmen, sage ich. Uiu. Der Damage war ordentlich. Ach stimmt, ist das Unlichtding. Okay, und Seelenbruch auf uns. Ja, wir könnten jetzt tatsächlich so ein bisschen in Range für eine Wasserdüse sein, aber das ist das Unlichtding. Das heißt, er hat keine Prio. Das heißt, er hat keine Prio. Und das wiederum bedeutet, wird der Eistrahl killen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der killen wird. Weil wir sollten, glaube ich, Grimmsnarl also langsam aber sicher mal rausnehmen, oder? Sonst kann der nochmal einen Reflektor rausholen. Zwei Runden. Vielleicht. Killt der Eistrahl? Ich glaube, der Damage war fein. Ich glaube doch, das müsste killen. Und dann gehen wir hier in deiner Gewitter einfach. Wird er jetzt Grimmsnarl nochmal rauswechseln? Weiß ich nicht. Könnte er machen, dass er nochmal in Landorus geht. Er geht hier geht er in Landorus nochmal, okay. Wir haben da den Eistrahl drauf eingesetzt, oder? Was macht er? I don't get it. Also klar, wir machen mit Electragon jetzt quasi keinen Schaden, aber das ist ein totes Demeteros, so gut wie. Und dafür ist der Eistrahl drauf, weil, kommt euch an, wie oft der Bedroher jetzt getriggert ist. Wir machen gar keinen Schaden. Okay, das war ein Crit. Das war ein Crit. Da haben wir drüber gesprochen. Aber wenn er so viel hin und her switcht und nichts macht... Dann nehme ich den, bin ich ehrlich. Und damit überleben wir tatsächlich nochmal. Und hier kommt der Eistrahl, bam, in dein Gesicht, weg mit dir. Oh, wieso lebt er denn so gut? Offensivweste speziell defensiv? Muss ja fast schon sein, oder? Nimmt der den so gut? Na gut. Er bekommt keinen Sandsturmboost. Sandsturmboost bekommen nur Gesteins-Pokémon. Spezielle Defensive. Oh. Er muss Offensivweste sein. Und speziell defensiv. Deswegen glaube ich, dass ich tatsächlich mit Tyranitar schneller bin. Und dann hier auch nochmal einen Schockschnabel auf Rotom rausbekomme. Let's go. Oh, der hat drei Mons noch, ne? Der kann immer noch switchen. Aber er ist auch angedamaged. Hat der jetzt nochmal switchen? Ich weiß es nicht. Huh.
Er geht wieder raus, ja. Dann ist der jetzt halt tot. Auf den wollte ich ja ursprünglich gehen. Hä? Also ja, ich sehe, dass der so unseren Angriff droppen will, so, aber... Juckt mich halt nicht, wenn er nie angreift. Ist der jetzt tot? Jetzt kommt Demeteros wieder rein. Also Milotic wäre mittlerweile auch plus 18, by the way. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der hier macht. Also irgendwann muss er halt auch mal angreifen. Ich sehe, dass er unseren Angriff droppen will, aber er sieht doch, dass ich mit Despotar eh nur auf Eistrahl gehe. Und Rotom wird das Ganze nicht alleine gewinnen gegen vier Mons. Never ever. So, von daher probiere ich nochmal den Eistrahl rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin, aber ich erwarte, dass der komplett defensiv sein muss. Ansonsten habe ich irgendwas beim Kalken verkackt. Und Dracozolt wechsle ich jetzt aus, oder? Also, why not? Dann kann ich mit dem gleich nochmal was machen gegen Rotom, maybe. Potenziell. Hello, my name is Milotic. Ah, shit, der ist schneller. Der ist tatsächlich schneller. Das ist uncool. Hängen wir das? Nee, leider nicht. Boah, das macht selbst gegen Milotic super viel Damage. What the fuck? Okay, jetzt wird es vielleicht doch nochmal spannend plötzlich. Hm. Ich hoffe nicht. Wäre jetzt ein bisschen bitter, wenn wir verlieren würden. Okay. Wir müssen alles dran setzen, dieses Rotom rauszunehmen. Wir müssen volle Sau draufhalten. Oh Gott im Himmel. Das wird jetzt, das ist jetzt over, glaube ich. Also wir kriegen den Spezialangriffsboost, das ist wichtig. Wir kriegen ihn nicht. Ist egal. Ja, jetzt kommt es drauf an, natürlich, wie gut wir den Donnerblitz abfangen. Und dass wir nicht nochmal den Flinch kriegen, natürlich, ne? Flinch war sogar grundsätzlich gut. Ah, okay, crazy. Krass! Dass wir das am Ende doch noch verlieren. Ja, hätte ich nicht switchen dürfen, ne? Der Switch war halt kompletter Joke. Weil ich hätte einfach Lectragon down gehen lassen sollen. Wären halt beide gestorben, was okay wäre. Und dann wären Kaguron und Milotic reingekommen. Wäre dann immer noch nicht safe gewesen. Ich sag, er hat das nicht optimal gespielt. Definitiv nicht. Aber wir haben es am Ende komplett gechoked. Ah, das suckt. Na gut.